Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA Welt mit Paxis. Tja, wir sind jetzt leider in unserer Challenge oder wegen unserer Challenge. Ja, beides stimmt, in unserer Challenge und wegen unserer Challenge abgestiegen in die Liga 2. Fällt aber gerade ein, ich will gar nicht in Online-Saisons rein, sondern in den Transfermarkt, weil ich mich mal umgeschaut habe für Ulic und ich hatte ja gesagt, ich möchte jetzt mal Trimmitsch tauschen. Tauschen? Trimmitsch. Nicht tauschen, sondern Trimmitsch testen. So ist es richtig. Also ich möchte jetzt gerne mal Trimmitsch testen statt Ulic im Sturm. Ich hoffe ehrlich gesagt auch, dass ich ein paar leichtere Gegner bekomme. Vielleicht auch nicht ganz so pacige Gegner in der Liga 2, aber ich hatte das schon beim letzten Mal erwähnt. Im Normalfall sollten die Gegner eigentlich immer noch genau gleich stark sein, die ich bekomme. Was einfach daran liegt, dass die zugelosten Gegner nicht davon abhängen, in welcher Liga man ist, sondern die hängen davon ab, wie die Statistik, die eigene Statistik ist. Das heißt, im Hintergrund gibt es ein Bewertungssystem von EA und je nachdem, wie gut oder schlecht man eben spielt, hat man eine bestimmte Bewertungszahl. Sagen wir mal, dass meine Bewertungszahl bei 1500 liegt und dann bekomme ich eben Gegner, die ähnlich stark sind und ebenfalls 1500 haben. Da ist die Liga eigentlich egal. Liga ist halt nur so eine optische Verschleierungstaktik im Endeffekt. So, Berami. Okay, ist ziemlich sinnlos, dass ich Berami jetzt hier auf dem Transfermarkt habe und aber gleichzeitig Berami auch noch im Team habe, also extra gekauft habe. Naja, ist egal. Wie gesagt, wir kaufen jetzt mal Trimmitsch. Der war doch relativ interessant als Stürmer für die Bundesliga. Allerdings muss ich zugeben, ich habe ja wie gesagt natürlich auch nochmal geguckt, was es so für Stürmer gibt für die... Hä? Es gibt Trimmitsch nur als Inform im 4-2-3-1. Was ist das denn? Hä, wieso das denn? Das ist doch ein Non-Rare-Spieler, den muss es doch tausendmal geben. Krass. Den gibt's kein einziges Mal im 4-2-3-1. Und aus der alten Saison noch beim ersten FC Nürnberg, auch sehr interessant. Ja, wir nehmen ihn natürlich aus der diesjährigen Saison. Und dann nehmen wir jetzt einfach den billigsten, weil... Wie man sieht, es gibt ihn sowieso nicht im 4-2-3-1, zumindest nicht als nicht in Form. Ja, und was ich sagen wollte, in der Barclays Premier League gibt's auf jeden Fall deutlich mehr interessante, Non-Rare-Stürmer. Da können wir also, oder zumindest theoretischerweise können wir da deutlich mehr testen. Aber erstmal schauen. Heute spielen wir natürlich wieder zwei Spiele mit der Bundesliga und testen dementsprechend Trimmitsch. Da wurde mir ja auch schon die Inform empfohlen, weil es ein paar Leute gab, die fanden, dass der Inform Trimmitsch geiler ist als der Inform Choupo-Moting, aber ich gehe davon aus, dass Inform Choupo-Moting besser zu meinem Spielstil passt als Inform Trimmitsch. Es gibt leider keinen Nicht-Inform Choupo-Moting als Non-Rare. Der ist selten. So, dann geben ihm natürlich noch die 4-2-3-1 Karte. Zack. Und dann schauen wir noch, was sein starker Fuß ist. Ich glaube rechts. Ja, und 4 Steine auf den schwachen linken Fuß. Das ist doch schon mal schön. Dann brauchen wir uns da keine großen Gedanken machen, was den Schuss angeht. Und dann zocken wir jetzt einfach mal schnelle zwei Spiele mit der Non-Rare Bundesliga. Und ich hoffe, wie gesagt, dass, auch wenn ich es nicht glaube, hoffe ich, dass die Gegner jetzt in der zweiten Liga leichter sind. Ich denke aber, die werden ähnlich stark sein. Aber vielleicht habe ich, wie gesagt, dieses Punktebewertungssystem, was im Hintergrund eigentlich dafür sorgt, dass man einen Spieler zugelost bekommt, das ist auf jeden Fall bei FIFA 15, also bei den Konsolen-Games so. Ich gehe aber stark davon aus, da diese Engine ja hier auf FIFA 12 basiert oder basiert hat, dass das hier genauso sein wird. Also man kann auch ohne Probleme, wenn man in der ersten Liga spielt oder wenn man in der zweiten oder dritten Liga spielt, kann man auch jemanden aus der ersten Liga bekommen und umgedreht genauso. Es hängt einfach nur davon ab, wie gut man ist. So, weiß-rot, gefällt mir nicht wirklich. Und er hat aber gedrückt, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er wieder jemand ist, der hier einfach nur versucht,
schnell ins Spiel reinzukommen und dann abzubrechen. Ich habe auch gerade gesehen, wir haben Angriff, Mittelfeld und Defensive jeweils 77 Punkte, also Bewertung. So, blau-weiß macht schon mehr Sinn. Ja, wieder ein relativ starkes Team und vor allem auch wieder ein relativ schnelles Team mit Cavani und Lacazette. Die sind nicht wirklich langsam. Lavezzi ist relativ fix. Lucas ist natürlich sehr schnell. Moutinho ist nicht so schnell und Caballé weiß ich nicht. Maxwell und Marquinhos, die zwei zumindest von der Bewertung her Schwachstellen. Van der Wiel ist aber auch noch 77er, sehe ich gerade. Also jetzt nicht das Überteam. Nicht das Überteam, wie wir es in den letzten Spielen oft hatten. Deswegen, ich habe ja Glück. Und es läuft heute gut. Ist ja auch eine neue Saison, das heißt, wir können hier ganz frisch und unbekümmert aufspielen. Und vielleicht schaffen wir ja den Aufstieg mit unserem neuen Stürmer Trimmitsch. Was habe ich gerade gesagt? Vielleicht schaffen wir ja den Aufstieg mit unserem neuen Stürmer Trimmitsch. Erstmal schön getunnelt und dann, ja, das, ich habe gar nicht gerafft, dass ich mit Trimmitsch gerade spiele und schieße. Ich dachte, das wäre irgendjemand aus dem Hintergrund, also irgendjemand aus dem Mittelfeld. Aber okay, 1-0, ich gehe mal auf Defensiv, geil. Das sieht doch schon mal gut aus. Vielleicht ist ja Trimmitsch unser Heilsbringer. Ich weiß es nicht. Warum auf ihn? Okay, gut abgefangen von Berami. Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist ja Trimmitsch genau der Mann, den wir kein Foul... Ich wollte schon sagen. Dann ist Trimmitsch ja genau der Mann, den wir an der Spitze gebraucht haben. Ja, selbst bei der Freistoß ist es Benaglio drin oder was? Ach, das ist doch zum Kotzen. Toprak. Jansen. Na, ich lege einfach mal ab. Schön, dass wieder Van der Vaart ablegt und Großkreuz schießt. Warum legt er nicht Großkreuz ab und Van der Vaart schießt? Das macht doch viel mehr Sinn, weil Van der Vaart der viel bessere Schütze ist. Und jetzt springen wir hier zweimal am Ball vorbei. Nur um dann, eieiei, mit Trimmitsch das 2-0 zu machen. What the fuck? Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Okay, okay, das ist aber schon Glück. Also das war jetzt nicht geil rausgespielt oder sowas. Das ist da einfach nur Glück. Aber es ist schon krass, dass Trimmitsch das Ding verwertet. Überhaupt. Hier so Dropkick-Style. So eine Mischung aus Dropkick und Volley. Krass, dann gehen wir auf sehr defensiv. 2-0. Bis in die zweite Halbzeit retten und... das war's. Also der Gegner war, glaube ich, außer beim Anstoß noch nie in meiner Hälfte. Geil. Also ich bin... mehr als positiv überrascht, aber das sollte klar sein, ich meine. Und da haben wir auch mal ein schönes Tor von Van der Vaart. Was ist denn jetzt hier los? Jetzt bricht der Gegner wahrscheinlich auch noch ab. Uiuiuiui, ich kann mich gar nicht richtig freuen, weil ich so geflasht bin. Das ist wie, als ob man, keine Ahnung, jetzt eine, oder sagen wir mal 10 Millionen im Lotto gewonnen hat. Ich denke, das dauert, wenn man sich richtig freuen kann. Am Anfang ist man einfach nur gebannt, verstört und denkt sich, what the fuck, kann das wirklich sein? Und genauso ist es gerade. Ich frage mich auch gerade, hä? Habe ich hier gerade innerhalb von, ich weiß nicht, 5 Spielminuten 3-0 gewonnen? Okay. Nehmen wir mit. Geht gut los mit Trimmitsch. 2 Tore Trimmitsch, einer... Aber oh, wir haben schon wieder was freigeschalten. Nice. 2 Tore Trimmitsch, einmal Van der Vaart mit seinem starken Linken. Torschütze 8-mal. Sehr schön. Oh, ich bin immer noch total geflecht gerade, also bitte geh so weiter. Also, ja, was soll ich noch sagen? Krass. Ich kann gar nicht sagen, ob der Gegner gut oder schlecht war, weil er hat überhaupt keine Möglichkeit gehabt, irgendwas zu zeigen, weil ich hatte den Ball. Ich passe den Ball und schieße den Ball und der Ball ist im Tor. Krass, ich bin gerade. Ja, ihr merkt, ich bin... Ja, ich trinke einfach mal einen Schluck Wasser. Vielleicht holt mich das wieder zurück in die Realität und ich kann das jetzt ein bisschen besser einschätzen. Also, what? Ich muss... Wir spielen jetzt einfach das zweite Spiel, gucken, was da passiert und danach fassen wir zusammen, weil ich kann gerade überhaupt nicht einschätzen. Also, mein momentanes Gefühl ist, das war einfach nur Glück. Ich hatte erstens Glück, dass ich diese schnellen zwei Tore schieße,
Dann habe ich Glück noch auf dieses dritte Tor und dann bricht der Gegner ab, weil er keinen Bock mehr hat, weil ich ihn zumindest gefühlt hardcore-mäßig dominiere. So. Ja, das ist jetzt so mein Resümee erstmal, dass es nur Glück war und überhaupt noch nichts Aussagekraftmäßiges mit sich bringt. Wir gucken aufs nächste Spiel. Hallo! Ich habe doch schon auf Set öffnen geklickt, oder? Das hat man natürlich auch noch nicht. Das wäre wieder mal geil. Neuer Bug gefunden. Spiel hängt sich auf, wenn wir ein Set öffnen wollen. Am besten ist das halt dann einfach weg. Und ja, wir können die Karten nicht mehr benutzen. Das wäre auch geil. Ich würde sagen, wir brechen hier ab. Ich starte das Spiel neu. Ich schneide wieder zusammen, damit wir noch ein Spiel machen können. Es sind ja erst 10 Minuten um. Ich warte noch 10 Sekunden. 10. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Also, bis gleich. Ich mache ja kurz einen Cut. Tja, ein zweites Mal einen wunderschönen guten Morgen und mein Pack wird nicht angezeigt. Hat mir jetzt wirklich dieser Bug mein Pack geklaut oder was? Das Pack, was noch am interessantesten war von all den Packs, weil... Oh, Ficken, ey. Aber sowas von... Oh, das ist ja... Toll. Mein gemischtes Set. Ich habe weder die nicht zugewiesenen Karten, noch habe ich meine Sets. Toll. Toll, vielen Dank, dass mir dieses Pack geklaut wurde, wegen diesem Scheißbug. Oh. Naja, da, ich meine, bringt mir jetzt nichts, mich darüber aufzuregen. Ich freue mich, wir haben gerade ein Spiel 3-0 gewonnen mit unserem Non-Rare-Bundesliga-Team und gucken, ob wir es nochmal schaffen. Wenn wir nochmal zwei Tore schießen, haben wir nämlich die nächste Challenge abgeschlossen. Allerdings weiß ich nicht, ob wir das Pack dann behalten dürfen oder ob wir es einfach nur bekommen und dann geht's nicht. Also, schauen wir mal. Vielleicht haben wir dann mehr Glück. Krass. Und es geht mir immer noch auf den Sack, dass ich nicht einstellen kann, wer hier was macht. Ich habe keinen Bock, dass ich jedes Mal tausendmal durchdrücken muss und immer Benaglio derjenige ist, der die Ecken treten will oder Freistöße anwenden. Mir wurde, glaube ich, mal gesagt, ich muss immer mit dem Spieler, mit dem ich... Also ich müsste jetzt quasi alle Spieler aus dem Team wieder rausnehmen und der Spieler, der die Standards machen soll, den muss ich als erstes ins Team reinpacken und dann, wenn ich das mache, macht er immer automatisch die Standards, egal ob Ecke oder Freistoß oder Elfmeter. Da wäre halt hier jetzt in der Bundesliga-Mannschaft logischerweise Van der Vaart am besten für. So, Sturridge und Eto'o aus der alten Saison, also ein sehr, sehr schneller Spieler. Sehr, sehr schneller Sturm, da hatte ich ja wirklich deutliche Probleme mit meinem Non-Rare-Team, deswegen mal schauen, da wäre eine relativ schwache Chemie und auch eine sehr schlechte Statistik von 291 Siegen und 239 Niederlagen und wie man sieht, mit Young und Navas, mit Young und Navas auch schnelle Außenmittelfeldspieler. Oscar ist jetzt zwar nicht der allerschnellste, aber auch nicht der langsamste. Oh, er hatte aber als Linksverteidiger Baines und Baines ist wirklich langsam für einen Außenverteidiger. Mal schauen, ob wir das irgendwie ausnutzen können und dann immer über Baines ihn quasi überlaufen. So, jetzt müssen wir hier auf. Passen, das habe ich schon geahnt, deswegen, schlechter Pass. Glück gehabt, dass er da so komisch reinläuft. So, das wäre echt geil, wenn das wieder so läuft, wie gerade eben. Also das war, also überraschend. Das hätte ja mit meiner normalen Bundesliga-Mannschaft kaum besser laufen können. So, da weiß ich gar nicht, ob das die Seite von Baines ist. Ich glaube nicht, weil es ist ein Schwarzer, der mich verfolgt und Baines ist, glaube ich, ein Weißer und kein Schwarzer. Schade. Kann natürlich auch sein, dass es wie gesagt wirklich so ist, dass ich jetzt hier in der zweiten Liga deutlich schwächere Gegner bekomme. Das weiß ich nicht. Ich hätte halt gedacht, dass das nicht so ist. Wenn es so ist, freue ich mich natürlich, weil das kommt mir natürlich entgegen. Okay, ja, der konnte eigentlich nicht ankommen. Dann habe ich doch immer noch das Problem, dass ich, um mein Ziel zu erreichen, Hand ist. Das hat auch einen guten Schuss, deswegen... Schieße ich einfach mal, der hätte nämlich gepasst. Nice. Ja, wenn ich jetzt die Saison hier grandios schaffe, habe ich immer das Problem, dass ich dann in der ersten Liga noch... Dass ich dann in der ersten Liga immer noch die Saison halten muss. Fuck! Wenn ich gewusst hätte, ich hier an den Ball komme, hätte ich mich natürlich nicht so komisch reingedreht.
Das konnte ich ja nicht ahnen, dass ich den Ball nochmal bekomme. Oh, was macht er denn? Geht mit dem Bein dahin, statt einfach mit dem Kopf zu versuchen. Ah, das war eigentlich auch schon meiner. Genau wie der. Ja, also ich muss sagen, jetzt nach den ersten paar Spielminuten habe ich auch schon wieder das Gefühl, dass der Gegner nicht so gut spielt. Was mich natürlich erstmal freut. Schade. Okay, ich glaube, der Pass war so nicht gewollt von ihm. Er wollte ja bestimmt auf seinen Stürmer spielen. Ja, das scheint so seine Methode zu sein, einfach so ein bisschen auf seine schnellen Stürmer zu spielen. Das wird natürlich hoffentlich in den meisten Fällen, wenn sie so unplanmäßig kommen, nicht funktionieren. So, da setzt sich Großkreuz durch. Sehr schön. Gegen Sturridge, glaube ich. Und Van der Vaart, da muss ich... Ach, hätte ich ihn jetzt nochmal durchgesteckt. Scheiße, Mann. Da wär nämlich Strimmitsch durch gewesen. Da haben sie Scheiße gebaut, aber Großkreuz macht's wieder gut. Und ich sehe auch gerade, dass Oscar keine gute Fitness hat. Das heißt, er scheint wohl nicht wirklich auf seine Fitness zu achten bei seinen Spielern. Zumindest war das jetzt bei Oscar auffällig. Das wäre natürlich schon mal gut, weil je weniger Fitness die haben, desto weniger können sie sprinten. Weil sobald die Fitness aufgebraucht ist, wird der Sprint halt langsamer oder bricht ganz ab. Je nachdem. Wieder ein schöner Pass auf Großkreuz. Die Flanken waren eigentlich gar nicht so gefährlich hier in dem Spiel bisher. Schade, das war echt ein geiler Schuss. Ich weiß gar nicht, wer es war, Berami oder Rode. Ich glaube, es war Rode, war's. Okay, ich bin zufrieden. Ein Unentschieden mit den Non-Rare-Teams reicht mir sowieso immer aus. Aber es hat sich gut angefühlt. Ich hatte gute Chancen. Ich denke, ich habe ja auch in der ersten Hälfte besser gespielt als der Gegner. Und rechne mir hier auf jeden Fall noch Siegeschancen aus. Was immer erstmal schön ist. Hand ist natürlich nicht der schnellste. Das darf man nicht vergessen. Das war ein dummer Pass von mir wieder. Ja, gut, rausgespielt. Ich dachte mal wieder Großkreuz. Also Großkreuz macht hier vor allem in dem Spiel gute Arbeit. Trimmitsch holt sich den Ball, nachdem er erst ein bisschen merkwürdig gelaufen war. Ja, es wird nichts. Ja, er macht ziemlich viele Fehlpässe, der Gegner. Wobei ich zugeben muss, dass meine Pässe jetzt auch teilweise hätten ein bisschen besser kommen können. Das muss ich leider zugeben. Schade, ich habe eigentlich gedacht, dass er mich durchlaufen lässt. Hat ja einen guten linken Fuß von der Fahrt, deswegen kann man auch mal so im Winkel schießen. Habe eigentlich gehofft, dass es eine Ecke gibt. Aber er hat ihn leider nach vorn abprallen lassen. Jetzt müssen wir aufpassen, das könnte eklig werden, das könnte eklig werden, das wird eklig. Ach man, das ist halt, das war halt 100% Pace-Tor. Es war einfach nur Pace, nichts anderes. War nicht schön rausgespielt, war einfach nur mein Innenverteidiger zu langsam, sein Stürmer zu schnell. Pace. Das ist halt echt traurig. Seine erste Möglichkeit, überhaupt ein Tor zu schießen. Naja, und dann ist es halt schwierig, wenn man... Oh, was war das denn wieder? Wenn man gegen sowas verliert, ist halt immer ärgerlich, ne? Ich habe eigentlich gehofft, dass hier wenigstens ein Unentschieden bei rauskommt, muss ich zugeben. Vielleicht habe ich ja noch den Ausgleich zu schießen, das würde mich zumindest freuen. Schade. Ja, es ist halt so ärgerlich. Er macht immer das Gleiche. Er versucht immer einfach nur irgendwelche dummen Laufpässe auf seine schnellen Stürmer. Und das eine Mal hat es halt funktioniert. Ich konnte nichts dagegen machen. Ja, schon wieder. Es ist so lächerlich. Da kann man auf jeden Fall nicht von spielerischer Klasse reden bei dem Gegner. Schade.
Hier, was macht er denn? Er kann doch nicht, wenn ich ihn komplett decke, dann auch noch den Einwurf machen. Ach, dummer Pass von Rode. Also, den hätte er anders spielen müssen. So, 88. Minute. Jetzt müssten wir langsam mal... Trimic ist fast durch. Ist halt die Frage, schaffen wir es in die Mitte zu ziehen? Oh, das wäre so geil gewesen, wenn er den gemacht hätte, Mann. Oh, ich habe ihn so schön ausgedribbelt. Mit meiner Schusstäuschung etc. Es wäre so verdient gewesen, dieser Ausgleich mit Trimic zum 1-1. Schade, dass das nicht geklappt hat. Ja, also verdient war es. Ist der Sieg hier definitiv nicht von Boink 33. Aber... Trimic lässt sich ganz gut spielen, wie es mir bisher zumindest scheint. Und beim nächsten Mal gibt's dann den neuen Premier League Stürmer. Und wie gesagt, da gibt's einige interessante. Ich habe mir aber schon einen ausgesucht, den ich als erstes jetzt testen werde. Nachdem Zarate irgendwie nicht so geil sich angefühlt hat erstmal. Dementsprechend liken, kommenten, abonnieren, wenn euch gefallen hat, ja, was hier in dem ersten Spiel passiert ist. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben. Dann wird man euch loben. Euer Paxis. Tschö, tschö.